brachen Palmen ab und legten sie auf die Straße. Sie nahmen ihre Kleider und zogen die Gase. Sie schrien Hosianna, Hosianna, priesen den Herrn Gott. Jesus ging ins Tempel und sah Kaufleute Tiere verkaufen. In der Tempel war auch ein großer Haufen. Jesus ging weiter und sprach, das ist Gottes Haus. Ihr aber macht es ein Räuberhöhle. Und jagte alle Kaufleute hinaus. Jesus ging von einem Jünger zum anderen, um ihre Füße zu waschen. Er kam zu Simon Petrus, und Petrus sprach, Nein, Herr, du wirst mich nicht waschen. Jesus antwortete, Wenn ich deine Füße nicht waschen kann, hast du kein Teil an mir. So, Herr, wasche mein Haupt, mein Gesicht, meine Hände, auch all hier. Der Herr sprach, Nein, ihr seid rein, aber einige sind unrein. Und Jesus nahm Petrus' Füße und tat sie ins Wasser hinein. Das Brot bedeutet mein Leib, das für euch gegeben ist. Der Wein ist der neue Bund in meinem Blut, sprach Jesus Christ, das bald für euch vergossen wird sein. Einer von euch mich verraten wird, das gibt mir viele Pein. Er gab Judas den Verräter ein Stückchen Brot, und das führte zu seinem Tod. In Gethsemane, Jesus kniete und betete, aber es ist zu viel, aber dein will nicht mein. Und er stand auf mit Ziel. Er weckte die schlafenden Jünger. Könnt ihr mit mir nicht bleiben? Aber hier kommt der Verräter. Er ist hier, mich wegzutreiben. Wenn Jesus fertig war mit Beten, da kamen Soldaten, ihn zu täten. Judas gab ihm einen Kuss, aber nicht als ein Gruß. Petrus' Schwert schwingt in die Luft, auf der Knecht einschuf. Sein Ohr fällt auf das Dreck. Jesus heilte wieder den Knecht. Gehen mit den Soldaten weg. Bist du der Sohn Gottes? Fragt der falsche Priester. Ja, ich bin's, sagt Jesus, der wahre Hohenpriester. Kaiaphas schrie, das ist Gottlästerung, du böser Mann. Nimm ihn zu Pilatus, weil er nicht leben kann. Drei Leute fragten Petrus, warst du mit Jesus mit? Und dreimal sagte Petrus, nein, ich kenne ihn nicht. Und dann erinnerte der Hahn, dass Petrus sein Heiland verleugnet. Und Jesus schaute auf Petrus, bis er weinte. Er war verspottet und verhöhnt und mit einer Dornenkrone gekrönt. Er leidete viel Schmerzen und Pein. Er musste leiden für unsere Sünderlein. Jesus oder Barabbas, verlangte Pilatus von den gottlosen Schar. Barabbas, Barabbas und kreuzige Jesus. Sie machten es klar. Pilatus protestierte, denn er versuchte, Jesus zu verschonen. Aber er ging nach, und sie kreuzigten ihren König, der trug eine Dornenkrone. Durch die Straßen Jerusalem hing der König der Welt. Sein Gestalt gefiel die Leute nicht, sie wollten ein perfekter Held. Er fällt auf die Knie, sein Kopf beugt auf die Boden, er trägt sein Kreuz, auf welchen sie ihn werden töten. Auf dem Berge Golgatha war Jesus auf dem Kreuz geschlagen. Und sie schlugen Nagel, zwei durch die Hände und eine durch die Füße. Dort hang er, nackt und bloß, verlassen und im Qual, blutig und zerrissen. Er schrie ängstlich, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er leidet, als er am Kreuz hing für unsere Sünde und er bat für unsere Seligkeit. Sie trugen Jesus in das Grab. Die Weiber waren traurig, weil er starb. Nach drei Tagen fanden sie, Jesus war nicht vorhanden, da laufen sie weg mit einer Botschaft. Zu dem Grab gehen die Weiber, um zu salben Jesus Leibe. Sie fanden den Herrn nicht, aber sie sahen Licht. Es war ein Engel, der saget, dass Jesus ist auferstanden. Jesus wandelt mit seinen Jüngern für ein Weile, doch sie wissen's nicht, dass er mit ihnen reiste. Aber als sie essen, erkannten die Jünger Jesus schnell. Und dann war ihnen alles hell. Die Priester leugnen, dass die Jünger Jesus' Leib haben gestohlen. Die Jünger versteckten sich in einem Gebäude, das niemand sie weghole. Aber siehe, ein Geist erschien, aber es war Jesus allein und lehrte sie weiter, dass sie ihn einmal sehen im Himmel ganz rein. Sieben Jünger Jesus fischen, aber fangen nichts. Da schrien man am Ufer. Wirf die Netze am rechten Seite. Die Jünger sind verwirrt, aber tun es für der Ufer. Da fingen sie viele Fische und Petrus springt ins Wasser zu Jesus, wo er Fische bratet. Dreimal fragte Jesus Petrus, liebst du mich? Als die Jünger Jesus und Petrus an dem Ufer rasten. Da
Als die Jünger Jesus auf den Ölberg versammelten, segnete Jesus denen, die mit ihm vorher wandelten. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Als er das sagt, stieg er in die Luft zu seiner Heimat oben Pferde. Jesus ist im Himmel gehoben 10 Tage vorher. Die Jünger waren versammelt in ein Zimmer und betete sehr. Der Heilige Geist kam zu ihnen wie eine feurige Zunge und alle in das Zimmer wurden ermutigt zu derselben Stunde. Nun, wir danken dir.